Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und saugeilen Video. Ja, heute fahre ich mal wieder mit meinem Opa, mit dem ICE. Ja, wir werden heute nach Frankfurt am Main fahren und dort werden wir zuerst in die Stadt gehen wahrscheinlich. Dort vielleicht kaufe ich mir irgendwas, T-Shirt oder so. Als Andenken, ja, hier Snipes-Pulli von Berlin noch, wer kennt ihn. Und dann werden wir nach der Stadt noch zum Flughafen fahren. Und jetzt haben wir es, also 6 Uhr bin ich aufgestanden. Jetzt fahren wir dann gleich los nach Weißenhorn zum Bähnle. Da fahren wir nämlich dann nach Ulm eben und dann fahren wir mit dem ICE nach Frankfurt. Und kleine... oder wie sagen wir, Fun Fact oder so. Ja, das Hin- und Rückfahrt ist der gleiche Zug, wie wir damals nach Berlin gefahren sind. Gleiche Zeit tatsächlich. Ja, perfekte Zeit. Wir kommen dann auch wieder um 7 Uhr in Weißenhorn an. Und ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt noch den Gewinner vom letzten Gewinnspiel und dann fahren wir los. Genau. Ibrakadabra 2003 hat gewonnen mit Endlich weiter so. Ja, Eli, du hast erneut gewonnen beim letzten Gewinnspiel. Zufallsbasiert das Ganze und jetzt werden wir losfahren Richtung Weißenhorn. Mit da und holen den Jagd mal auf. Wir sind jetzt im Zug und es ist kein gewöhnlicher Zug. Wir sind im ICE4. Der ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, rausgekommen und der ist mega modern, mega schön. Und ich dachte so, ja, es kommt der ICE1, habe ich gedacht. Mhm. Galopa. Ich dachte, der ICE1 kommt rein. Mhm. Und wer fährt rein? ICE4. Alter, da war ich so geflasht. Ne? Und hier sind wir, richtig schöner Platz hier, das. Nennt man irgendwie diese Terminals oder Gondeln irgendwie, so nennt man diese Dinger. Kofferablage ist auch hier. Also ein richtig schöner Zug und echt unglaublich, dass wir ICE4 fahren. Das hätte ich nie gedacht. Ich hätte gedacht, dass wir ICE1 fahren. Jetzt fahren wir ICE4, also boah, mega geil. Jetzt sind wir hier in Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Hier kommt schon wieder der nächste Zug rein, also sehr, sehr, sehr viel Betrieb. Ist hier unser Zug, ICE4, wird jetzt auch gleich abfahren. Und dann gehen wir jetzt in die Stadt und schauen, was wir da noch machen, was ich kaufen werde. Jetzt sind wir hier gerade im Galeria Kaufhof, im Restaurant, und da haben wir einen super Ausblick auf die ganze Skyline von Frankfurt hier mit den ganzen Bankengebäuden und hier unten sind ganz viele Menschen. Der Platz heißt Hauptwache. Feel amazing when I'm next.
Jetzt sind wir hier im Flughafen bei dieser großen Anzeigetafel, wo alle möglichen Abflüge dran stehen. Und jetzt machen wir uns noch auf der Suche nach einer Besucherterrasse etc., wie wir es immer gemacht haben. Ist hier voll lustig, weil die ganze Zeit fahren immer solche fahrerlose Gefährte rum. Weiß nicht, S-Bahnen oder so, halt ohne Führer. Und die bringen einen immer von Terminal 1 zu Terminal 2 und wieder andersrum. Und ja, jetzt sind wir auch gerade mit der gefahren. Und jetzt sind wir hier im Terminal 2. Und jetzt hoffen wir, dass wir hier irgendwo eine Besucherplattform auffinden. Und dann werden wir vielleicht noch was essen. Und dann ja, schauen wir mal, ob wir gute Fliege noch vor den Augen zu sehen bekommen. So, jetzt haben wir hier die Besucherterrasse endlich gefunden. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Also nach einer gefühlten Stunde anstehen bei McDonald's haben wir es jetzt endlich geschafft, dass wir auch ein Essen jetzt haben. Ich habe nämlich jetzt hier einen Big Mac, ein paar Pommes und wir sind jetzt erstmal fertig mit dem Essen jetzt erstmal noch. Und hier sieht man die Flugzeuge auch noch reinkommen. Und ja, jetzt werden wir uns noch das Essen reinhauen und dann fahren wir wahrscheinlich wieder zurück zum Hauptbahnhof. Und jetzt sind wir wieder hier im Hauptbahnhof. Und in ungefähr einer halben Stunde kommt unser Zug und dann fahren wir wieder mit dem schönen ICE nach Hause. Bin gespannt, welcher ICE es diesmal ist, aber ich vermute ICE 1. Aber Überraschungen können immer wieder vorkommen, haben wir ja heute Vormittag gesehen. Da fährt er dahin, unser ICE 599. Und da ist unser Bähnle, mit dem fahren wir jetzt nach Hause. Und ja, dann fahren wir jetzt nach Hause. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben. Wirklich würde mich sehr freuen. Ihr könnt jetzt nur meinen Kanal abonnieren, in der Mitte, links und rechts, alte, neue Videos anschauen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!